Die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate erschütterte im März die ganze Welt. Nun meldete sich eine enge Vertraute der künftigen britischen Königin zu Wort und äußerte ihre Sorgen. Am 22. März machte Prinzessin Kate, 42, geborene Kate Middleton, in einer bewegenden Videobotschaft ihre Krebsdiagnose öffentlich. In ihrer zweiminütigen Ansprache richtete sich die Dreifachmutter mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit und versicherte, dass sie darum kämpfe, schnellstmöglich wieder gesund zu werden. In dieser schwierigen Zeit immer an ihrer Seite, Ehemann Prinz William, 41. Erst vor wenigen Tagen gab er gegenüber einer Passentin ein kurzes Gesundheitsupdate und erklärte: Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut. Das sieht die britische Designerin Amaya Arieta offenbar ganz anders. Die enge Vertraute, die unter anderem auch die royalen Kids Prinz George, 10, Prinzessin Charlotte, 9, und Prinz Louis, 6, ausstattet, äußerte daher in einem aktuellen Interview ihre Sorgen. Vertraute von Prinzessin Kate: Mein Herz ist gebrochen. Im Interview mit dem britischen The Telegraph offenbarte Designerin Amaya Arieta, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales aktuell durch die Hölle gehen. Besonders die Krebsdiagnose von Kate, die kurz nach der Diagnose von König Charles III., 75, verkündet wurde, habe das Leben der Familie von Grund auf verändert. Amaya selbst sagte zur schweren Erkrankung von Kate: Mein Herz ist gebrochen. Ich glaube, sie gehen durch die Hölle und ich hoffe, dass sie zurückkommen werden. Es ist eine wirklich persönliche Angelegenheit. Prinzessin Kate: Ich werde jeden Tag stärker. Worte, die einige eingefleischte Royal-Fans sicherlich im Mark erschüttern dürften. Sicher ist jedoch, dass sich Kate so schnell nicht unterkriegen lassen wird. In ihrer Videobotschaft verkündete sie erst vor wenigen Monaten: Es geht mir gut und ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, geistig, körperlich und seelisch zu heilen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Dreifachmutter auch weiterhin auf genau diese Dinge konzentriert.